Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Draugenabenteuers. Meine Stimme ist ein bisschen, ja, immer noch im Eimer. Ich war total erkältet, weshalb ich auch eine Pause einlegen musste auf meinem englischen Kanal Lusanne in der Enderal-Serie, weil ich einfach nicht in der Lage war, die Synchronisation zu sprechen für Zoe. Hier geht's aber wie gewohnt weiter. Letzte Woche hatte ich Glück gehabt, weil ich hatte da eine Folge im Voraus gefilmt, sodass wir hier also ganz normal fortsetzen können. Weiß aber noch nicht, ob ich es schaffe, zu Donnerstag eine neue Folge Enderal rauszubringen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, falls ihr diesen Kanal auch abonniert habt und da ja verfolgt, wie die Geschichte da weitergeht. Ich gebe mein Bestes, ich kann aber nichts versprechen. Hier geht's jetzt weiter. Wir werden jetzt mal zu dem Hof laufen von Frederik. Denn irgendwie laut dem Brief in der letzten Folge war es ja so, dass Johann ja geschrieben hatte, dass er eben Frederik konfrontieren wollte. Und wir werden jetzt mal irgendwie gucken, ob wir da irgendwelche Hinweise finden. So, where is Frederick's farm? Ja, laufen wir mal darunter. Das ist ja irgendwie so ein Punkt. Wir haben aber ja auch die Karte. Moment. Sagt uns das irgendwas? Nee, konkret kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da. Wir folgen mal diesem Punkt da. Brechen uns wahrscheinlich die Hacken hier im Nebel. Ja, da kommen wir ja nicht. Da ist ja Wasser, da komme ich ja nicht rüber. Ne? Da ist ja eine Brücke. Ah, hier standen wir ja auch schon mal. What led you to this place? All these fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners. And on good terms. But something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Tja, da ist nicht mehr viel von über. Der Tresor steht noch. What do you reckon, Betty? Das Eröffnungsdatum der Mine. Nee. Haben wir da irgendwie noch eine andere Option? Nee. Komm nur nicht wieder raus hier irgendwie aus dem Modus. So, jetzt. Gräber.
Simons Grab? Simon's grave. Born December 5th, 1909, died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? If the village blamed him for Ruth's death, I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Ja, können wir noch mal gucken, ob wir die Daten von Simons. Hier haben wir Margaret, die Frau von Frederick. Na, da komme ich nicht hoch. Nehmen wir mal Simons Geburtstag. Let's try Simon's birthday. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter... It's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. The Fretland Mining Company. I wonder what this unlocks. Das ist doch bestimmt der Schlüssel zur Mine. You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Was wurde ausgegraben und hat diese Unglückslawine verursacht? Was hat so einen bitteren Streit zwischen Brüdern verursacht? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. Three men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Ist hier noch irgendwas, was wir finden können. Jetzt möchte ich aber mal, wie finde ich denn zurück zur Mine? Ach so, da. Mal gucken. Hier wieder raus.
Ja. Ich bin doch hier völlig verkehrt, oder? Ich habe mich jetzt völlig verlaufen hier im Nebel. So, hier runter. Mal gucken, dass wir die Mine irgendwie finden. Oder ist die... Hä? Aber hier gehen ja die Schienen hoch. Moment, ich folge jetzt mal den Schienen. Wo führen die denn hin? Ich sehe nichts. Hier, da. Okay. Sehen, was wir hier finden. Ist auf jeden Fall super dunkel. So, 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Uh-oh. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. All because of the mine. Because of what they found there, and what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Gråvik. Isolation. This place is cursed. Ridiculous. Oh, der Kopf von Ruths Puppe. Ruth was here the day she fell. Gibt es eine Wahrheit, der ich noch nicht auf die Spur gekommen bin? Suche ich nach etwas, das niemals hier war? Wonach suche ich in diesem gottverlassenen Loch unter den Bergen wirklich? You were here, Betty. You saw Ruth. Maybe you tried to help, but... She ran. All the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Hello? Betty, are you in there? Please answer me. Okay, ich sehe nix. Ah. Smart, Edward. Nicht, dass das jetzt wirklich viel bringt, aber ein bisschen.
Ich erschrecke mich gleich zu Tode, wenn hier irgendwas kommt. Da ist noch so ein Schmuckstück. Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Noch eine weitere Brotkrume. Raus, Edward, raus, 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 raus. Der ganze Mist, der bricht hier gleich zusammen. Oh. Ah. Ja, super. Ja. Edward! Edward! Betty? Elizabeth? Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Edward! Stay where you are. I'm coming. I'm on my way! Edward, please! Hurry! I'm coming, Betty! Edward! I'm almost there! Sie am Haus oder wo ist sie? Edward! Edward? Just stay put! Kommt er ja nicht hoch. Wie soll er denn da hochkommen? Please, Edward, ja. Hurry! Oh, Edward, hurry! I'm coming! Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. Elizabeth! There you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Look, your brooch, Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Jetzt dreht völlig durch. She's been dead for 30 years, Edward.
Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again. And again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. An meinen größten Fan. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Völlig unverhoffte Wendung hier. Tag 6. Goodbye, Betty. Teddy Bear? Are you up? Come outside. It's a beautiful day. Had your noodle juice yet? I might be weaned off the stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Such an amazing view, isn't it? And the air. Ugh. Boy. Why did we come here, Teddy? To Grovik. Well. Dieser Ort hat ihn angezogen, als gehe von ihm ein widernatürlicher Sog aus. Elisabeth mag ein Gespenst sein, aber sie hat ihn immer noch im Griff.
Was wäre, wenn die Antwort simpel und logisch ist, eine aufgeschnappte Unterhaltung an einem öffentlichen Ort, ein Name, der sich im Unterbewusstsein eingenistet? Letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. To find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us? You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? She was probably murdered. By Simon? Manchmal ist die Antwort zum Greifen nah, auch wenn du dir wünschst, sie wäre es nicht. Simon war ein bequemer Sündenbock, denkt er. Sie brauchten jemanden, um ihren Zorn zu fokussieren und sie der Realität gegenüber zu blenden, ja. No. I don't believe it was Simon. Then who? Frederick? The hanged man? Someone else? Does it matter? Maybe not. So she ran from the mine. And she came here. And then someone pushed her? If only she had wings. Like a bluebird. She could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Edward muss an Ruths Schatz denken, uralte Dinge, die ihr wertvoll erschienen, aber verflucht, wenn das der richtige Ausdruck ist, von einer Geschichte, derer sie nicht gewahr waren. Er weiß, dass die Mine Gefahren birgt und nicht nur buchstäbliche. Sie repräsentierte etwas anderes und verbarg Geheimnisse, die unentdeckt bleiben sollten. Because of what she found. Someone wanted the treasure. Or wanted to make sure no one else would find it. So instead, they cursed this place. And the curse killed everyone. Including the murderer. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Edward glaubt, dass nach dem Tod nur Dunkelheit gibt, doch Alice hat, so merkwürdig das auch sein mag, ihren eigenen Glauben und es fühlt sich irgendwie grausam an, ihr diesen zu verwehren. Er glaubt nicht ans Jenseits, er schaute in die toten Augen seiner Mutter, er sah die Schusswunde im Schädel seines Vaters und er wusste damals, dass der Himmel eine Lüge ist. Ich denke mal, er würde Lissy in ihrem Glauben lassen wollen. Heaven? They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward! Is that- Our boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure! I don't understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse, while the weather's still good.
I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Ja, mach das Boot mal lieber fest. Was ein wirres Abenteuer hier in Gravik. Aber die Geschichte hält unheimlich viel offen, über das man nachdenken kann, finde ich. Ich finde, das ist eine gelungene Story. Come on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Das ist alles, was er mitnehmen möchte. Ach nee, da hat er noch ein bisschen was. Dann, dass er sich so lange festgeklammert hat, lässt er da. Let's go! Row, Teddy, row! The water's still cold. It's a fjord, Lissy. And it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Es hat
meine Erwartungen, ja, ich kann gar nicht sagen. Ich hatte keine wirklichen Erwartungen. Es war, oder doch, vielleicht schon. Und irgendwie hat es mich komplett überrascht. Es hat eine völlig andere Wendung genommen, als ich dachte. Und ich dachte, wir wären da, ja, in so einer kleinen Kriminalgeschichte. Aber irgendwie ist es ja doch eher etwas innerste Zerrissenheit und eben, wie wir dann erfahren haben, seine Schuld, der Umgang mit seiner Schuld. Er hat also, seine Schwester ist zu Tode gekommen und er hat das nie verarbeitet. Und seine Eltern, oder das Verhältnis zu seinen Eltern, das ist eben sehr, sehr kompliziert gewesen. Und er hat dort drunter gelitten und hat versucht, das zu verarbeiten. Ja, schöne Geschichte kann man nicht sagen. Man hat so mitgefühlt, finde ich, wenn ich das richtig zum Ausdruck bringe. Dadurch, dass man eben Edward gespielt hat und diese ganze Verwirrtheit auch gespürt hat, diesen Prozess, den er durchgemacht hat da in Gravik, finde ich, also eine faszinierendere Geschichte. Es ist natürlich jetzt kein Spiel, was man zigmal spielt im Grunde, wenn man es einmal durchgespielt hat, vielleicht noch ein zweites Mal, aber es ist jetzt kein Spiel, was man immer mal wieder zocken kann. Aber nichtsdestotrotz ein faszinierendes Spiel und eine faszinierende Geschichte. Super gut gemacht. Ich bin wirklich, ich bin begeistert, total. Ich finde auch jetzt gerade auch so die Musik und so alles stimmig und ich freue mich auf die Fortsetzung, die werden wir uns dann definitiv auch angucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde hier eine kurze Pause einlegen und dann wird es dann im März weitergehen mit einem Spiel, das Silence heißt. Das habe ich jetzt gerade zufällig entdeckt und das würde ich mir mit euch gerne näher anschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt an diesem Projekt. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dann zu Silence im März wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Mm-hmm.